Unser Leben wird bestimmt von der Technik. In den letzten 100 Jahren hat sie unglaubliche Fortschritte gemacht. In diesem Video schauen wir uns an, wie unsere geliebten technischen Geräte kurz nach ihrer Erfindung aussahen. Computermaus. Die Maus wurde Ende der 60er Jahre in den USA entwickelt. Sie war damals nur eine kleine technische Spielerei, da es ja eh noch keine grafischen Oberflächen gab. In den 80ern sicherte sich schließlich Apple ein Patent auf die Technik und mit den ersten PCs war die Technologie nicht mehr wegzudenken. Bildtelefon. Zu skypen ist heute eine Selbstverständlichkeit. Bildtelefonie hingegen waren in den Zeiten, bevor es das Internet gab, ein futuristischer Luxus, den sich nur wenige leisteten. Schaut man sich die alten Geräte an, sehen sie auch aus wie die Fantasie eines Science-Fiction-Films der 70er Jahre. Entwickelt wurde die Technik übrigens in den 30ern in Deutschland. Digitalkamera. Eine Digicam speichert Bilder elektronisch. Diese Technik war 1969 revolutionär, als Willard Boyle und George Smith die erste Kamera erfanden, die Bilder auf einem lichtempfindlichen Chip längere Zeit archivieren konnte. Seitdem ist viel passiert und die meisten Menschen benutzen heutzutage ein solches Gerät, wenn sie Fotos machen. Die ersten Digicams sehen für uns heute allerdings aus wie Relikte aus der Vorzeit. Handy. Erinnert ihr euch noch an euer erstes Handy? Ich schon, es war ein Nokia 3210, eines der ersten ohne Antenne. Hab mich gefreut wie ein Schnitzel. Nun, bevor die Teile in den 90er Jahren eine breite Masse an Käufern erreichten, waren es riesige Geräte, die man kaum tragen konnte. Sie waren die direkten Nachfolger der Autotelefone und ab den 70er Jahren wurden sie von wichtigen Geschäftsleuten und Superhelden, die keine Telefonzelle finden konnten, benutzt. Musik für unterwegs. Während wir heute in der Regel Musik vom Handy hören und uns das ziemlich selbstverständlich erscheint, war die Möglichkeit, unterwegs seine Lieblingslieder zu hören, vor nicht einmal 40 Jahren ziemlich revolutionär. Als im Jahr 1979 der Walkman auf den Markt kam, kreierte die Firma Sony das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Das Gerät zum Kassette hören wurde zum Statussymbol und galt als Sinnbild einer neuen, modernen Art zu leben. Fernbedienungen. Als der Fernseher erfunden wurde, gab es nur ein einziges Programm, welches auch nicht 24 Stunden sendete. Die Notwendigkeit, eine Fernbedienung zu entwickeln, kam erst mit den Jahren auf und 1956 erschien der Space Commander, ein Modell, welches mit Hilfe von Ultraschall die Programme und die Lautstärke beeinflussen konnte. Damals nannte man die Dinger übrigens umgangssprachlich Zauberschalter. Computer. Die ersten modernen Computer kamen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Sie waren im klassischen Sinne Rechenmaschinen, welche riesige Flächen benötigten und dabei von der Rechenleistung nicht einmal mit einem heutigen Billigtaschenrechner mithalten konnten. In den 80er Jahren fingen dann Firmen wie Apple an, die ersten Computer für den Heimgebrauch herzustellen. Spätestens Mitte der 90er, mit dem Aufkommen des Internets, wurden PCs zu ganz normalen Haushaltsgegenständen. Fernseher. Noch bis in die 60er Jahre galt es als Statussymbol, ein TV-Gerät zu besitzen. Heutzutage fragen sich viele Menschen, ob die Zeit des Fernsehens nicht schon vorbei sei. Dabei wird die Technik und die Qualität des Bildes immer perfekter. Der heutige Standard ist kaum vorstellbar gewesen, als in den 20er und 30er Jahren die ersten Vorgänger der TV-Geräte in den heimischen Wohnstuben sendeten. Könnt ihr euch vorstellen, wie unsere heutige Technik wohl in 100 Jahren aussehen mag? Verratet es uns in den Comments!